Das sind Patienten einer Reha-Klinik im Oberbergischen Land in Nordrhein-Westfalen. Und sie sind außerdem Computerspieler. Die Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht bereitet Menschen nach einer schweren Operation oder Krankheit wieder auf den Alltag vor. Neben einem medizinischen Fitnessprogramm oder einem gesunden Kochkurs stehen auch Computerspiele auf dem Genesungsplan vieler Patienten. Health Games nennt man Spiele in gesundheitsfördernder Mission. Egal ob als App für Smartphone, auf einer Spielekonsole oder auch mit eigens entwickelten Geräten. Shanas Tsikolas kommt seit ihrem Schlaganfall regelmäßig in die Rhein-Sieg-Klinik. Sie lernt, wieder zu greifen und ihren Arm zu bewegen. Dazu trainiert sie mit einem Medizinroboter, der mit ihr Spiele spielt. Birnen wollen in einen Einkaufskorb gelegt, Schneeflocken mit einer Tasse aufgefangen werden. Shanas Tsikolas spielt besonders gerne solche Spiele, die sie an ihren alten Alltag erinnern. Mein Lieblingsspiel ist dieses Fensterputzen, weil das vielleicht mich erinnert an meine Hausarbeit, die ich vorhin machen konnte und die ich im Moment nicht machen kann. Also das bringt so ein bisschen Normalität. Das ist dann so ein Schwamm, also das Bild ist ganz nebelig und dann muss man mit so einem Schwamm links und rechts nach oben, nach unten, dann kann man dann durchs Fenster wieder sehen. Rehabilitation ist langwierig und mühsam. Health Games helfen den Patienten dabei, die immer wieder gleichen Bewegungen zu trainieren und bekämpfen nebenbei den größten Feind einer erfolgreichen Reha, die Langeweile. Beim Ringen um einen neuen Highscore oder um ein höheres Level vergessen die Patienten für eine Zeit lang ihre Beschwerden. Und das, obwohl die Games die Patienten schrittweise an ihre körperlichen Leistungsgrenzen führen. Den richtigen Mix zu finden aus Förderung und Vergnügen, das ist für Spieleentwickler wie Ulrich Schulze-Althoff die große Herausforderung. An sich arbeiten bedeutet immer Arbeit, auch wenn ich ein Spiel drum packe. Aber ein richtig gutes Health Game fühlt sich an wie ein richtiges Spiel und gleichzeitig, ja, mache ich unheimlich viel für mich. Also ich sag, wenn es jemand schafft, ein Spiel wie Angry Birds zu bauen, was dabei hilft abzunehmen und das weltweit vertreibt, dann hat er an der Menschheit einen sehr großen Dienst getan. Das ist das große Geheimnis erfolgreicher Health Games. Die Balance zwischen Gesundheit und Unterhaltung. Der therapeutische Nutzen muss so gut im Spiel versteckt sein, dass er nicht direkt auffällt. Deshalb beziehen die Spieleentwickler von Anfang an Patienten und Therapeuten in die Entwicklung mit ein. Denn die Spiele sollen Spaß machen und keine medizinische Pflichterfüllung sein, sagt Kevin Dadaczynski von der Uni Lüneburg. Dementsprechend konkurrieren solche Health Games sehr stark mit den klassischen Entertainment-Angeboten, also ganz normalen Spielen, die ich entweder online spiele oder auf Konsolen spiele. Und natürlich mit anderen gängigen digitalen Formaten, Filmen oder ganz normalen Musik. Das heißt aber auch für Health Games in der Entwicklung, dass andere digitale Formate wie zum Beispiel Musik oder Film zu berücksichtigen werden, also zu integrieren werden in Health Games-Angeboten. Die Entwicklung von Games für die Medizin ist in Deutschland noch ein neues, unerforschtes Gebiet. Naturgemäß sprechen die Spiele keinen Massenmarkt an. Die Downloadzahlen von erfolgreichen Apps liegen gerade mal im vierstelligen Bereich. Und auch in Kliniken kommen Health Games bislang nur selten zum Einsatz. Denn die Kassen zahlen die Therapie mit Computerspielen nicht. Eine Klinik kann sie nur, quasi undercover, im Rahmen der Ergotherapie einsetzen. Hinzu kommt, spezielle Geräte wie Roboter, Konsolen, Tablets oder PCs können sich nur die allerwenigsten Kliniken leisten. Dennoch sehen viele in der digitalen Spieletherapie ein großes Potenzial. Ulrich Schulze-Althoff von der Spielfirma Casa entwickelt Health Games so, dass sie jedes einzelne Training aufzeichnen. So erkennen die Patienten und die Therapeuten besser die Fortschritte. Ich habe einen Therapeuten, ähnlich wie einen Klavierlehrer. Der bringt mir einmal die Woche eine Stunde was bei und ich übe zu Hause mit Software, weil ich dann die Ergebnisse auch zurückspielen kann und sehen kann, hat er trainiert, was hat er trainiert, hat er richtig trainiert, hat er sich verbessert und kann als Therapeut wieder darauf eingehen und einwirken. Schlaganfallpatientin Shanas Tsikolas kann ihre Fortschritte der letzten Monate genau benennen. 17 Zentimeter. So viel weiter kann sie inzwischen ihren Arm nach rechts bewegen. Sie ist überzeugt. Mit den Games der Reha-Klinik könnte alles noch sehr viel schneller gehen, stünde der Medizinroboter nur bei ihr zu Hause. Na, da würde ich den ganzen Tag dran sitzen. Ich denke mal, dass der Arm dann nach ein paar Wochen wieder fit wäre.
Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir Gesundheitsroboter bei uns zu Hause stehen haben. Dass aber Games im Gesundheitswesen schon bald genauso selbstverständlich sein werden wie Beinschienen oder Blutdruckmesser, daran haben Experten keinen Zweifel.